tutti, ich bin Luisa Occhionero di Naberin, un Köchin des Restaurant Luisella in Mannheim in die Langerote Straße. Wir sind heute hier, um zusammen zu kochen. Ich freue mich, euch in meine Küche einzuladen und wir gehen gleich und kochen wir zusammen leckere und einfache Gerichte, die einfach super sind. Bis bald, gehen wir. Ciao! Benvenuti a tutti! Heute vorbereiten wir eine Paprikasauce. Eine Soße, die auch geeignet ist für Veganer wie für Vegetarier, weil diese Soße eigentlich schmeckt auch ohne Parmesan oder ohne geriebene Käse darauf. Und wir benutzen nur vegetarische Produkte, wie immer unsere tolle Olivenöl. Also zuerst brauchen wir Paprika. Wir nehmen Paprika, wir schneiden, nach dem Waschen schneiden wir und versuchen wir halbieren und wir versuchen diese weiße innere Teile zu trennen und natürlich alle Kerne, die drin sind. Aber wir müssen versuchen, die Kerne komplett rauszunehmen. Wenn Sie ein bisschen Schwierigkeit haben, diese Arbeit zu machen, Sie können auch eine Schüssel mit kaltem Wasser vorbereiten und kurz die Paprika, die halbierte Paprika, kurz drin geben, damit die Kerne so automatisch entfernt werden. Sonst es ist ein bisschen eine Arbeit, dauert ein paar Minuten, aber kann man ruhig mit der Hand und einem kleinen Schnitt erledigen. Danach werden wir diese Paprika schneiden. Wie breit schneiden wir die Paprika? Schneiden wir in vertikal, in horizontal, ist eigentlich egal. Sie können schneiden so oder so. Wir sind nicht so fixiert. Was aber wichtig wäre, nicht sehr dünne die Scheiben schneiden. Also schon mindestens 1 cm breit. Sie können auch gerne 2 cm, aber bitte nicht halbe Zentimeter. Wir brauchen wir werden die Paprika sehr, sehr lang auch, also was sehr lang ist, aber normalerweise so meine normale viele Soße von mir dauern 10-15 Minuten Vorbereitungszeit. Diese Soße wird etwas länger dauern und das heißt, die Paprika bratet und schmort weiter in den Tomaten. Wir nehmen immer schöne biologische Tomaten, aber Sie können auch die normale geschälte Tomaten nehmen und wir zerdrücken die mit einer Gabel. Olivenöl in eine Pfanne oder in einen Topf. Geben wir den Olivenöl mit dem Knoblauch, ohne zu erwärmen zuerst. Also den Knoblauch kommt in den Olivenöl, wenn der Olivenöl warm ist. Lassen wir den Olivenöl erwärmen mit dem Knoblauch, bis wann diese Olivenöl duftet nach Knoblauch. Dann können wir die Paprika dazugeben. Wir werden die geschnittene Paprika dazugeben, kurz anbraten, also ungefähr 3-4 Minuten anbraten, ab und zu umrühren, aber nicht ständig. Also wir brauchen, dass die Paprika praktisch braten und nicht ständig umgerührt werden. Das können wir bei mittlerer Hitze machen, aber bitte nicht, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht am Anfang so viel umrühren, weil sonst würde nur Wasser rausgehen. Also die werden dann total weich schon am Anfang an. Wir brauchen diese Bratzeit. In der Zwischenzeit, wie gesagt, können wir die Tomaten mit einer Gabel in eine Schüssel drücken. Und bei der geschälten Tomaten, ich bevorzuge wie immer diese biologische Tomate, die einfach in eine Salzwasser eingelegt sind. Aber wie gesagt, Sie können auch andere geschälte Tomaten aussuchen. Ich liebe diese Tomate, weil die sind so süß, wie die Tomaten noch frisch wären. Und natürlich dadurch, dass sie biologisch sind und in der richtigen Zeit, und zwar in August, eingelegt werden, dann ist der beste Reifzeit von diesen Tomaten gewesen. Das ist die Tomaten eingelegt, wie damals meine Familie eingelegt hat und viele italienische Familien von Süditalien. In August nehmen kisteweise von diesen San Marzano Tomaten und gemeinsam mit der Familie, die arbeiten 2-3 Tage und legen diese Tomate, damit man dann
eine lange Zeit einen Vorrat von diesen tollen Tomaten hatte. Ich habe jetzt Salz in den Paprika gegeben, weil jetzt, nachdem die praktisch die 4-5 Minuten gebraten haben, ich will die Paprika weiter schmoren. Und zwar gebe ich Salz, decke ich zu und lasse ich, dass diese Salz jetzt, erst jetzt, zieht ein bisschen von diesem Wasser von der Paprika. Und langsam wird die Paprika schmoren und richtig toll duften. Und jetzt können wir auch die zerdrückte Tomaten dazugeben. Rühren wir ganz gut an. Und ab jetzt bitte niedrig die Temperatur, also wir müssen die Flamme oder ihre Elektroherd niedrig einstellen. So niedrig wie es geht, weil ab diesem Moment werden wir diese Paprikasauce sehr langsam kochen lassen. Wir werden so langsam kochen lassen, bis man die Paprika richtig weich geworden sind. Und die Paprika haben dann komplett dann Geschmack an die Tomaten gegeben. Und diese Tomatensauce werden, wenn wir versuchen zu düften dabei, der muss einfach deutlich nach Paprika düften. Und nicht nach etwas, nicht nach der Kapern, nicht nach der Oliven. Die sind sowieso nicht so viel dabei, aber nur nach dem Paprika. Also die Soße ist ein bisschen wieder dick geworden und ja, ich bin zufrieden. Ja. Die Soße ist soweit. Jetzt natürlich in der Zwischenzeit haben wir auch gekocht die Pasta. Oder ihr könnt die Nudelwasser schon längst auf dem Feuer bringen und lassen sie die Pasta kochen. Also jetzt haben wir die Pasta in Nudelwasser gekocht. Wir haben dieses Mal die Pici, die toskanische Nudel. Wenn Sie sehen möchten, wie wir die Pici vorbereitet haben, haben wir natürlich für euch auch ein Video vorbereitet und können Sie unserem Link folgen. Die Pici ist eine toskanische, tolle Pasta. Die sind einfach dicke, runde Spaghetti. Sehr unregelmäßig, weil wir die mit den Händen gemacht haben. Wir mischen jetzt diese tolle Pici mit unserer Paprikasauce. Aber natürlich, wenn Sie nicht die Pici gemacht haben, Sie können Linguine benutzen, Sie können Spaghetti benutzen, wir haben viele Möglichkeiten. Aber benutzen Sie bitte eine lange Nudel, weil das schmeckt am besten mit langen Nudeln und nicht mit kurzen Nudeln. Sie sehen, dieses Gericht ist schon fast soweit. Geeignet für Veganer, weil wir hier keine Käse haben. Wir können den Käse dann später dazugeben. Und die Pici sind auch ohne Eier gemacht. Und sowieso, wenn sie Linguine oder Spaghetti, die sind sowieso am meisten immer ohne Eier vorbereitet. Deswegen tolle vegane Gericht oder vegetarische Gericht. Und natürlich, wenn Sie keine Vegetarier oder vegan sind, vor allem Veganer, dann können wir eine tolle Käsemutter dazugeben. Gerieben, wir können dann überlegen, wollen wir Cacio Ricotta, wollen wir Parmesankäse oder wollen wir eine Schafkäse dazugeben. Also diese Teller, diese Gerichte können wir mit verschiedenen Käse, wenn man möchte, servieren. Aber ich muss euch sagen, in Italien, in meiner Heimat, wir essen diese Paprikasauce ohne Käse. Und der Teller ist jetzt fantastisch, ich rieche den ganzen Duft, das ist wirklich, schmeckt schon durch meine Nase nach Paprika. Und so, buon appetito a tutti und bis zum nächsten Video. Und hat euch das Rezept gefallen? Wenn ja, dann sehen wir uns nächste Mal. A presto! Ciao!